Okay. So, jetzt haben wir eben gesehen, was das Killerproblem beim GSM ist, nämlich eben die Netzwerkbetrachtung da. Alles andere, ja, ist halt so, wie es ist. Also um Codierung und Sicherheit kommen Sie nicht drum herum und Trainingssequenzen kommen Sie nicht drum herum. Die können Sie zwar verkleinern und so, aber eigentlich haben Sie zwei große Angriffsfaktoren hier. Das eine ist, Sie müssen hier den Frequency Reuse verbessern, weil das war alleine schon Faktor ein Siebtel oder in dem Bild hier ein Drittel. Und Sie müssen versuchen, die Modulation hochzukriegen, die Modulationsordnung hochzukriegen. Also je mehr Bit pro Symbol Sie übertragen können, desto besser wird es. Wenn Sie anstatt einer QPSK eine QRM16, eine 16er QRM verwenden können, haben Sie halt gleich die doppelte Datenrate. All other things being equal. Ja. Das ist mal die Voraussetzung. So, und da ist die Antwort tatsächlich, dass Code Division Multiple Access. Sie weisen jeder Zelle, also jeder Basisstation, die gleiche Frequenz, gleiche Zeit. Schlitze gibt es in der Form, zumindest mit diesen großen Lücken dazwischen, so im UMTS eh nicht mehr. Sie weisen die gleiche Frequenz dem zu, aber eine andere Spreizsequenz. Eine nahezu orthogonale Spreizsequenz. Sie würden da jetzt nicht die Walsh-Sequenzen nehmen, die wirklich voll orthogonal sind, weil die haben natürlich den doofen Nachteil, wenn die jetzt versetzt ankommen, was sie nicht mehr wirklich kontrollieren können, wenn die Basisstation das aussetzt. Also im Handy können sie immer sagen, mach früher, mach früher, mach früher, mach später und so. Das können sie das Timing ändern. Bei der Basisstation, das dann ja bei verschiedenen Handys die an verschiedenen Stellen stehen, unterschiedlich ankommt, können sie nicht das sagen. Klar, was ich damit meine? Gut, wenn sie ja sagen und kein anderer nein, muss ich nicht erklären. So, also. Okay, ja, also was? Also, wir haben hier eine BS und Sie haben hier eine Basisstation und Sie haben hier im Übergangsbereich hier einen User und hier einen User. Und wenn Sie sich jetzt betrachten, wie die Laufzeiten sind, dann haben Sie hier natürlich zwei unterschiedliche Zeiten. Und wenn Sie jetzt die beiden Basisstationen vom Timing her so einrichten, dass die optimal synchron hier bei dem Nutzer ankommen, dann sind Sie bei dem Nutzer nicht synchron. Und umgekehrt. Ja, also geht das da nicht, mit wirklich orthogonalen Sequenzen zu arbeiten, wie man das beim Walsh gemacht hat. Während, wenn Sie jetzt sich diese Basisstation hier mal wegdenken und Sie sagen, die beiden sprechen mit der, oh, das ist jetzt irgendwie doof, das Bild wird unübersichtlich, ne? Mache ich mal ein bisschen, putze ich mal ein bisschen. Wenn Sie jetzt sagen, die Basisstation hier spricht, die beiden sprechen mit der, dann können Sie dem ja sagen, mach deine Sequenz ein bisschen früher, ein bisschen früher, ein bisschen früher, damit die beiden hier synchron ankommen. Also auf dem Wege geht das, auf dem anderen macht es, gerade wenn es um das Problem des Grenzbereichs oder des Handovers geht, keinen Sinn. So, also. Die Verwendung von Walsh-Codes, so okay im Uplink, im Downlink, schlechte Idee. Also, Verwendung von, wir hatten ja noch andere Sequenzen kennengelernt, nämlich die PN-Sequenzen oder deren Verbesserung, die Gold-Sequenzen, gibt bei den Basisstationen eine unterschiedliche Gold-Sequenz. Dann kann man hier im User-Equipment, im Handy, eine Korrelationsanalyse auf die Empfangsdaten machen und dann kann man eben sich auf eine Basisstation fokussieren, deren Signal nehmen und die andere wird dann eben aufgrund des schlechten Korrelationsfaktors dann einfach nur als Rauschen irgendwo erscheinen. So, der Punkt ist, Frequenznutzungsplanung wird wesentlich einfacher. Sie können die Frequenzen in benachbarten Zellen verwenden, nur eben nicht die gleichen Codes. Von diesen Codes gibt es aber jetzt hinreichend viele, ich glaube 8192 oder sowas hatten wir uns darauf geeinigt, die dann in 512 Codebooks oder sowas sortiert waren. Das heißt, da gibt es also so viele, dass die Basisstationen mit unterschiedlichen Codes so weit auseinander sein können, dass nicht Frequenz und Code gleichzeitig wiederverwendet werden in benachbarten Stationen. Das heißt, die Frequenzplanung und so weiter ist wesentlich einfacher geworden und der Frequency Reuse, also der Killerfaktor ein Siebtel oder ein Drittel, der ist weg. Mit UMTS, mit dieser Entscheidung auf CDMA zu gehen. Ne? Das war der Schritt, den man hier gegangen ist.
Und damit haben wir jetzt beim UMTS drei Dimensionen des Zugriffs auf den Kanal, den man verwenden kann. Nämlich zum einmal hier die verschiedenen Carrier, also im 5 MHz Raster, in dem Fall im UMTS. Dann die verschiedenen Zeitstütze kann man zuweisen. Wobei hier auch immer gemeint ist, ein Nutzer spricht dann nur noch, wenn er was zu sagen hat und nicht wie beim GSM, wo es im Prinzip noch Circuit-Switched ist. Also da ist ein Kanal, ob sie jetzt was sagen oder nicht, der Kanal ist ihrer. Und da sind ihre Daten drauf, zumindest in der Rohvariante. Das muss man ja nicht unbedingt machen, wenn sie Datenverkehr haben und da gibt es eben gerade keinen Datenverkehr, weil sie nicht sprechen oder nicht downloaden oder nicht uploaden oder so, dann muss dieser Kanal ja nicht für sie freigehalten werden, dieser Zeitbereich, sondern kann den ja ein anderer nutzen. Also hat man hier mehrere Dimensionen, dann aber natürlich auch die Dimension hier, dass die über die Mathematik, also über den Code, in dem Fall hier vielleicht den Walsh-Code, die unterschiedlichen Dienste, unterschiedlichen Nutzer trennen. Also haben eine Dimension mehr, wo sie eben da sinnvoll den Kanal nutzen können. Dadurch haben sie erstmal nicht viel gewonnen, weil sie ja den hier aufgespreizt haben. Also Gewinn ist erstmal so in diesem CDMA für einen rein, ideal gesehen AVGN-Kanal, gar keiner drin, weil das, was sie hier durch die Stapelung im Code gewinnen, sie vorher verloren haben, dadurch, dass sie hier gespreizt haben. Der Gewinn kommt erst rein, dadurch, dass sie immuner werden gegen schmalbandige Störer, das war das eine, was wir gemacht haben, und dass sie in der anderen Richtung die Frequenzplanung wesentlich einfacher wird, weil sie eben die Frequenzen einfach immer und immer wieder auch in benachbarten Zellen wiederverwenden können. So. Also so wie der Spreizfaktor ist, im Downlink waren es 512, also Basisstation zu Handy 512 und im Uplink waren es 256. Okay. Jo. Aber wenn ich da jetzt meine Basisstation auch aufteile, damit, wieso hat man dann unterschiedlich Down und unterschiedlich Uplink macht? Oder einfach, dass man dann sagt, okay, man nimmt mal zwei Down und einen Uplink. Wo hatte ich es denn hingeschrieben? Das hatte ich doch hier oben irgendwo. Gucken wir uns nochmal gerade das an, wo es steht. Das ist jetzt natürlich für die draußen an den Endgeräten nicht so schön, wenn ich hier durch mein Skript scrolle. Was? Achso. So, am Uplink 256, im Downlink 512 werden da getrennt. Das sind die Walsh-Codes, also ist der Spreizfaktor und damit auch die Walsh-Codes. Ja, das, was auf der Basisstation draufsteht, ist dann der Scrambling-Code. Jedes 5 MHz-Band. Das 5 MHz-Band, also so ein Handy, sendet jetzt an die Basisstation in einem 5 MHz Band, hat allerdings seine Daten vorher um den Faktor 256 aufgespreizt. Oh, ist also effektiv 5 MHz ist 256. Können Sie jetzt also selber ausrechnen, wobei das nicht ganz stimmt, sondern es sind 3,84 Megachip pro Sekunde durch 256. Das ist der Datenstrom, der vom Handy dann kommt. Ja? Nicht? Aber Datenrat ist jetzt nicht so. Nee, die ist 3, nicht 8, sondern 3, 8, 4, 0, 0, 0, 0. Ja, da sind wir bei 15K, ne? Also Sie kriegen da jetzt eine Rohdatenrate von 15 Kilobit pro Sekunde. Mehr ist das ja nicht, nicht? Ohne irgendwelchen Guard oder sonst und Codierung drauf oder sowas. Nicht? Also da bleibt jetzt nicht so viel von übrig. Aber für Sprache reicht's. Also GSM, Sprachkanal, kommt mit 9,6 Kilobit pro Sekunde aus, wobei ich die Feinstruktur jetzt in dem Dings noch gar nicht erwähnt habe. Da muss man natürlich jetzt
Also ISDN zum Vergleich, wissen Sie sicherlich, hat natürlich einen Kanal 64 Kilobit pro Sekunde und macht auch nur Sprache. Und im GSM hat man halt noch ein paar Tricks mehr verwendet und dann kommt man eben mit 9,6, also ist das ein Achtel oder sowas hin, ne? Ah, nicht ganz, Siebtel. Okay, so. Vielleicht machen wir noch weiter, machen wir noch ein bisschen Theorie und dann haben wir die nächsten Male, wo wir uns dann irgendwie hier noch ein bisschen verbasteln können oder wo wir auch die alten Klausuren angucken können. Okay, ich möchte jetzt noch kurz auf Sender und Empfänger, das ist im Wesentlichen ein Analogkapitel, eingehen und danach so ein paar Sachen dazu sagen und auch noch was zur Optik sagen, also optische Strukturen, Laser und Photodioden und so weiter. Gut, was will man in einem Empfänger? Darum geht es jetzt zunächst mal hier. Hä? Steht das da irgendwo? Ja, ist auch so eigentlich, nicht? Also was will man in so einem Empfänger eigentlich, oder was für Jobs muss der erledigen? Also einmal, er muss in der Lage sein, das gewünschte Signal zu kriegen und sich vor den anderen zu schützen. Das ist nicht ganz unwichtig. Ne? Und er muss natürlich in der Lage sein, die Signale ins Basisband zu transformieren und dann eben auch zu demodulieren, auch zu entscheiden oder daraus was, irgendeinen Sinn daraus zu machen. Und wenn der Sinn nur ist, was Analoges ans Kopfhörer zu geben. Ne? Ich habe noch eine andere Frage, und zwar für das aktuelle für mutwillige Zerstörung, sind die Empfänger da auch geschützt irgendwie, dass es nur im Widerstand verkauft wird oder so? Oder? Nee, also wenn Sie tatsächlich Ihr Handy kaputt kriegen wollen, dann legen Sie es halt in die Mikrowelle, ne? Also dagegen gibt es. Ha? Das ist auch brachial jetzt. Ich glaube, das geht jetzt sehr um große Dynamik, oder? Weil das hat man es ja immer die ganze Zeit. Wenn ich jetzt mit meinem Handy halt plötzlich genau neben der Basisstation stehe, muss ich es ja auch Ja, abschalten. das ist keine mutwillige Zerstörung, das ist ein ganz normaler Use Case. Also das ist die Ja, ganze, ganz normale Dynamik, welche dass. Richtung die du jetzt erreicht, eher du, wenn es für mich. Ja, gut, also das ist die normale Dynamik, dass ich in der Lage sein muss, also ein Handy in der Lage sein muss, den normalen Use Case, wenn ich hier in der Nähe einer 200 Watt Basisstation bin, da muss er überleben. Im Gegenteil, da muss er nicht nur überleben, damit muss er auch klarkommen. Ein Handy muss auch so ausgelegt sein, in gewissen Rahmen, unter gewissen Rahmenbedingungen, dass es seinen schwachen Nutzkanal, also wenn das Signal, das für das Handy bestimmt ist, relativ schwach ist, dass es das empfangen kann, obwohl nebenan entweder jemand mit einem anderen Handy sendet, was ja auch noch der andere Link wäre, oder sogar eine andere Basisstation steht, die mit einem Handy spricht, das vom anderen Betreiber ganz weit hinten ist. Also diese Dynamik muss dann schon noch klar, also Kanalselektion und so und Dynamik muss dann schon noch klarkommen und das muss auch funktionieren, wenn zwei von den Handys da sind und die sich dann so mischen, dass es in den Kanal reinfällt und so. Also da gibt es ein paar Testszenarien, die das Ding überleben muss. Es muss natürlich auch überleben, dass ich irgendwie telefonieren kann, während da auf dem am Flughafen irgendwo ein Radar läuft. In einem Frequenzband, das vielleicht gar nicht so weit weg ist. Ne, die gibt es ja in verschiedenen Geschmacksrichtungen, ne? Jo. Also je nachdem, wo Sie hingucken wollen. So, das natürlich nur im Rahmen, wenn Sie das Ding jetzt genau auf die Antenne schmeißen, dann könnte es sein, dass das, also so wie die Möwe, die vor der Antenne lang fliegt, dann auch irgendwann den macht, ne? Kann das sein, dass eben das Handy eben auch den macht. So, wenn Sie jetzt die Basisstation direkt über Koaxkabel mit 200 Watt an Ihr Handy anschließen und da telefonieren wollen, dann nicht nur, dass Ihnen die Ohren wegfliegen wahrscheinlich, sondern dann geht das Handy macht dann einfach das auch nicht mit. Also nein, gegen mutwillige Zerstörung sind die Dinger eben nicht geschützt. Ja. Bevor das Handy wirfst, eine Möwe schicken. Ja. Ja, das passiert ja wirklich. Also jetzt auch nicht jetzt, ohne Scherz. Deswegen hat man ja, oder gibt es ja bei diesen Radarsystemen, militärisch oder so, gibt es auch immer Fangnetze unter den Antennen. Also wenn da, ja, ist kein Witz, das ist nicht für die Möwe, sondern für den, der da irgendwie repariert. Wenn dann eben doch das Radar eingestellt wird, dann kann der sich einfach abschmeißen, dann schmeißt er sich einfach in das Netz, dass der nicht vom Strahl getroffen wird, weil das wird unangenehm. Das führt zu thermischen Schäden irgendwo. Ja, wie die Antenne dreht sich doch.
ich ja vielleicht im Optimalfall dann gleich bekommen. Jedenfalls muss er nicht warten, bis er kommt. Ja, ja. Wissend, was passiert. Ja, stimmt. Ist auch unangenehm. So, gibt ein paar Typen von Empfängern und Empfängersystemen, die ich hier mal so aufgestellt habe. Ich fange mal an mit dem ganz einfachen Geradeaus-Empfänger. Sie sagten eben Einfachheit, nicht? Ich muss das Ding natürlich haben. So, und Sie könnten sogar das hier noch miteinander kombinieren, indem Sie einfach den Verstärker so ausrichten, dass der sich auch noch selber gerade in die Nichtlinearität fährt und damit selber die Mischung macht. Dann haben Sie sogar das Audion. Also Sie haben einen Bandpassfilter, das filtert erstmal auf Ihren Dienst, eventuell sogar auf Ihren Kanal sogar schon in diesem Fall. Lässt nur das Signal durch, das Sie wirklich haben wollen, und dann wird hier verstärkt. Die Verstärkung wird auf eine nichtlineare Kennlinie gegeben, die irgendwas sein kann. Ich habe hier mal eine Diode hingepackt. Und das, was hier dann rauskommt, das wird einfach Hüllkurven demoduliert durch über so einen Low-Pass-Filter, und dann wird das hier nochmal in der unteren Frequenz nochmal verstärkt. Und dann geht es raus. So. Das wäre ein ganz einfacher Empfänger, der für eine Zwei-Seiten-Band-AM-Modulation so ganz gut funktionieren würde. Und da hinten kommt dann eben Ton. Ne? Also völlig inkohärent, da wird nichts kohärent zugefügt, wie das, was wir vorher gelernt haben und so. Keine QPSK-Signalträger und so weiter. Und so ein typischer Mittelwellenempfang, wie man ihn früher mal hatte, könnte man damit machen. So, was haben wir nicht? Wir haben keine Frequenzumsetzung. Wir haben hier eine HF-ZF-Verstärkung. Das hatten wir hier schon. Da, das zum Beispiel. Und das Ganze war asynchron, also da wurde nichts weiter zugefügt. Sie können das noch einfacher machen. Also heute funktioniert das nicht mehr, aber in meiner Jugend konnte man das eben noch tun. Ich habe schon erzählt, mit einem ganz einfach nur quadratischen Detektor, wenn Sie sogar die beiden Verstärker hier noch weglassen. Also das da und das da, das ging auch. Und das hier können Sie eventuell sogar auch noch weglassen, weil jeder Kopfhörer natürlich auch ein Tiefpassfilter ist auf irgendeine Art und Weise. Da kriegen Sie keine Megahertzen rein. Ne? Da macht er nicht, oder Sie hören es sowieso nicht, von daher ist es auch uninteressant. Dann würden Sie einfach nur hier einen Schwingkreis haben. Der Schwingkreis ist auf das, was Sie hören wollen, abgestimmt. Das geht auf eine Diode und dann geht es auf den Kopfhörer und fertig. Also ohne jeden Verstärker. Wird heute nicht mehr gehen, weil es die entsprechenden Sender dafür nicht mehr gibt. Das war so die Mittelwellenzeit damit, oder Langwelle. Kommt. Bitte ich? Nee, Amateurfunk, die haben ja eh alle nicht. Erstens senden die nicht konstant genug. Und zum anderen haben die auch nicht genug Wumm für sowas meist. Das waren diese Langwellen-, Mittelwellensender, wo sie dann in Kleingartenkolonien einfach eine Löhrenröhre in die Luft halten konnten und die leuchtete. Durfte man natürlich nicht. Aber hat trotzdem funktioniert. Also ich habe es nie gemacht, aber... Ja, weil sie ja Leistung von dem Sender da abzwacken. Ah ja, aber die Leistung verpufft doch eher auf die hinten drauf, auf den anderen Feld oder ob ich da meine... Nö. Also. So, das war so die erste und einfachste Variante. Was sind die Nachteile oder was ist das Problem? Die Selektion auf der HF-Ebene ist natürlich schwierig. Sie müssen dieses Filter hier oben, das muss schon die Kanalselektion machen. Ne? Und dementsprechend schmalbandig muss das auch sein. Und das funktioniert natürlich, wenn Sie von allen Kanälen immer nur den stärksten nehmen. Wenn Sie aber da versuchen, in Gegenwart eines starken Empfangskanals irgendwas, ein schwaches Signal zu detektieren, dann versagt das System natürlich gnadenlos. Genauso, wenn Sie ohne Verstärker, ohne vernünftige Verstärker arbeiten, dann kriegen Sie auch keinen, dann hören Sie halt nichts, nicht? So, und diese Demodulation hier eignet sich eben auch nur für Amplitudenmodulation in der vernünftigen Qualität, also eigentlich zwei Seitenband mit einem zugesetzten Träger, alles andere ist da Krampf. Also mit Glück kann man natürlich was verstehen, aber ein Genuss ist es bestimmt nicht. So, okay, noch ein bisschen Geschichte dabei. Wie gesagt, wenn Sie also da im Prinzip diese nichtlineare Kennlinie hier in den Verstärker mit integrieren, den HF-Verstärker, dann haben Sie das Audion und dann kommen Sie mit einer, eventuell zwei Elektronenröhren, hat man heute nicht mehr, aus und können damit einen ganz einfachen Empfänger aufbauen und den können Sie sogar schon verkaufen und dann haben Sie schon sowas wie einen Volksempfänger.
Ja, völlig einfach. Und wir reden jetzt auch nicht von dem, was man heute so machen würde, sondern wir reden so ein bisschen eben auch von der Geschichte, was man so in der Anfangszeit des Radios hatte, so 20er, 30er Jahre, ne? Des letzten Jahrhunderts. Okay, so, wobei heute, dass diese Demodulation immer noch verbreitet ist in der optischen Nachrichtentechnik. Immer noch an, aus, einfach nicht in der Kennlinie, also Fotodiode und fertig ist, ne? Wenn man überhaupt verstärkt vorher. Also es ist jetzt nicht so, im Funk würde man es nicht mehr machen, aber es ist nicht so, dass das Prinzip völlig aus der Welt ist. So, besser und dann sicherlich auch der Siegeszug der ganzen Geschichte ist hier dieser Superheterodynempfänger, der eine Zwischenfrequenz hatte und das macht ihn letztlich aus. Also sie machen hier jetzt nur noch eine Dienstselektion im Prinzip. Also sagen an der Stelle nur noch, ich möchte eben Mittelwelleband, UKW-Band oder sowas empfangen, ne? Das verstärken Sie, es geht auf den Lokaloszillator. Und hier haben Sie ein schmalbandiges Filter, das jetzt aber fest ist. Das kann auf einer völlig anderen Frequenz sein, 455 kHz beispielsweise oder 10,7 MHz sind so Standardfrequenzen. Das ist fest und schmalbandig und mit dem Lokaloszillator mischen Sie das, was Sie haben wollen, hier so, dass es genau da vorbeikommt und genau da reinpasst. Ja, Mischer ist ja bekannt, ja. Okay. So, der Vorteil ist, das ist relativ leicht zu bauen, so ein abstimmbarer Lokaloszillator. Ein schmalbandiges, scharfkantiges Filter bei einer festen Frequenz, das nicht durchstimmbar ist, ist auch einfach zu bauen. Und die Kombination macht dann eben ein virtuell durchstimmbares Filter. Und in der Kombination ist es einfach zu bauen. Voraussetzung ist, Sie brauchen diese Zwischenfrequenz. Dann machen Sie hier noch eine Verstärkung auf der Zwischenfrequenz, wo dann die Kanalselektion wirklich stattfindet. Da geht es auf den Demodulator und dann haben Sie denselben Quatsch wie vorher und dann geht es auf den Kopfhörer oder auf Lautsprecher oder was auch immer. Nicht? Funktioniert wesentlich besser aufgrund der wesentlich einfacheren möglichen Selektion hier an der Stelle. Ha? Da muss man jetzt auch noch digital werden und so. Ne? So. Was muss man jetzt noch ein bisschen beachten hier? Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wo muss man jetzt die Zwischenfrequenz hinlegen und wo muss man das Bandpassfilter für die einfach Dienstselektion dann noch hinlegen. Also da gibt es jetzt so ein paar mehr Freiheitsgrade, weshalb man auch ein paar mehr Überlegungen hier anstellen kann. Also was Sie wollen, ist, dass Ihr gesamtes Frequenzband eindeutig auf das Zwischenfrequenzband zu mappen ist. Also es muss alles durch diese schmalbandige Filter irgendwie durchpressbar sein. So, und wenn Sie das richtig wählen hier, also letztlich die Zwischenfrequenz hier richtig gut hoch genug wählen, also Sie einen weit genugen Abstand haben zwischen dem Lokaloszillator und dem eigentlichen Band, dann funktioniert das auch ganz gut. Dann kriegen Sie es nämlich hin, dass Sie hier Lokaloszillator Maximum mit RF Maximum, das geht eben genau da rein. Und das Minimum mit dem Minimum geht eben auch da rein. Hier die verschiedenen Linien zeigen, was wohin gemischt wird. Und Sie haben ja immer noch das Problem, dass so eine Mischung ja immer mit zwei Spiegelfrequenzen oder mit zwei Frequenzbändern stattfindet. Nämlich das untere Band wird ja genauso gemischt wie das obere Band. Nämlich das hier würde letztlich, wenn es denn durchkommen würde, durch das Filter auch in das Zwischenfrequenzband reingemischt werden. Passiert hier nicht, weil das Filter hier genug dämpft. Wenn Sie das aber schlecht wählen, könnte man hier jetzt ja auch machen, sagt Ihnen ja keiner, dass Sie nicht hier den Lokaloszillator auch in das eigentliche Band reinlaufen lassen dürfen. Also warum nicht? Solange Sie ihn nicht aussenden, kann man das ja machen. Das Dumme ist nur, dass das Spiegelband jetzt letztlich auch da drin liegt. In dem Band, das durchkommt. Und dann würde eben bei einer schlechten Wahl der Zwischenfrequenz hier die Spiegelfrequenz mit dem LO auch gemischt werden und auch da reinfallen. Und dann haben sie beide auf 1 gemischt und das ist halt doof. Also sie stören sich dann, ne? Weil beide werden ja aufs gleiche Band gemischt, kommen da durch und so und sie selektieren die einfach nicht mehr. Also das, was ich hier als Freiheitsgrade besprochen habe, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass sie da das auch richtig wählen. So, was haben wir jetzt hier vorliegen? Da Überlagerungsempfänger oder Superhead hier zunächst mal. Den gibt es synchron und asynchron in der Demodulation.
Und Sie machen das mit einer Zwischenfrequenz oder gehen hier über eine Zwischenfrequenz. Ja. Das ist eigentlich alles. Und Sie haben hier Verstärkung und Frequenzumsetzung, beides. So, jetzt kann man darüber schon wieder, naja, man kann jetzt ja letztlich sagen, das ist aber, ist schon aufwendig, nicht? Also so sind über Jahrzehnte Radios gebaut worden. Also das Standard-Radioteil. Ja. Also wahrscheinlich heute auch noch. Jetzt kann man sagen, das ist mir zu aufwendig. Ich gehe noch wieder einen Schritt zurück und mache einen homodynen Empfang. Wobei ich jetzt diesen Mischer hier eigentlich genau auf diese Trägerfrequenz, die ich hier erwarte oder die hier früher gewesen ist, vielleicht sogar noch mit drin ist, abstimme. Und damit, ich kann das sogar auch über Stufen machen, aber hier natürlich eine Vorverstärkung habe, hier einen Mischprozess habe, auf das Basisband runtermische, nochmal verstärke und dann hier gleichrichte, also letztlich hier detektiere. Und dann hier auf den niederfrequenten Ausgang gehen. So. Ja, links habe ich jetzt auch noch einen Gegenstrichfilter. Also der komplette Gegenstrich hier im Bandband. Ja. Okay. Habe ich, muss ich aufpassen, dass das hier nicht übersteuert. Also ist ein bisschen, hat höhere Anforderungen an den Dynamikbereich von dem Verstärker hier. Es könnte ja sein, dass ich hier einen Kanal habe, der sehr laut ist und einen, der sehr leise ist. Und die dürfen nicht miteinander mischen. Wieso habe ich das denn vorher nicht auch gehabt? Habe ich vorhin auch gehabt, ja. Okay. Aber hier kann ich noch eine Selektion, davor hatte ich dann keine Chance. Aber hier habe ich noch eine Chance, weil ich hier die Selektion letztlich über den Lokaloszillator mache. Also das, was ich hier auf 0 runter mische, das ist letztlich der Kanal, den ich haben möchte. Und das kann der leisere von den beiden oder mehreren sein. Den mische ich jetzt ins Basisband und dann mache ich die Detektion. Das sieht man vielleicht, aber ohne die beiden. Hier nochmal, also ist jetzt hier ein bisschen eng gestellt. Ich habe den Lokaloszillator und den setze ich natürlich in die Mitte des gesamten Bandes, was mich interessiert, wenn das jetzt auch so ein komplettes zweiseitiges digitales Signal ist, dafür eignet es sich besonders gut. Oder wenn das jetzt hier meinetwegen auch ein ZSB, also eine Zweiseitenband-Amplitudenmodulation ist, könnte das auch sein. Ich packe also im Prinzip mit meinem Lokaloszillator zusätzlich den Träger wieder da rein. Den muss ich Anführungsstrichen raten oder regeln, wo ich ihn genau hinfahren muss. So, und dann mische ich eigentlich dieses hier genau ins Basisband runter. Wenn ich es jetzt richtig mache und hier, nehmen wir mal an, in dieser Lücke hier wäre es noch irgendwie ein starkes Signal, dann würde das eben dahin gemischt werden, da, und damit selektiert werden. Klar? Es sei denn, es gibt sogar noch Nichtlinearitäten und die mischen sich dann wieder mit dem Log und so weiter. Also deswegen die Bemerkung mit der Anforderung an den Dynamikbereich vom Verstärker. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie empfange ich jetzt hier? Das kann ich über, also auf irgendeine Art und Weise innen drin ist ein, ist natürlich so ein Lokaloszillator wieder hier. Von dem hier könnte ich jetzt über einen Regelfilter hier ein phasenproportionales Signal ableiten. Also habe da eine Phasendemodulation erreicht. Und wenn ich das Ganze hier jetzt mit dem abgeleiteten 90 Grad gedrehten Signal hier ableite, kriege ich hier jetzt ein amplitudenproportionales Signal raus. Also ich kann mir beide Signale daraus regulieren. Einmal hier sogar über die Regelung, die ich vielleicht sowieso brauche. Und das eine nennt sich dann eben den Synchronempfänger.
Und das andere hier, der Quadraturempfänger, den ich hier jetzt ohne die PLL gezeichnet habe, da habe ich eben das ganz normale Ding, was wir also seit einigen Stunden schon betrachten. Ich habe hier den Sinus und dann den Cosinus umgekehrt und kriege dann eben über die Demodulation tatsächlich I und Q raus. So, und hier gebe ich eben tatsächlich mein empfangenes Signal drauf, das vorverstärkt wurde. Wenn ich es machen will, kann ich das natürlich über verschiedene Empfängerstufen auch vorher schon mal vorfiltern. Also es muss nicht zwingend so sein, dass ich nur diese eine Variante habe. Bei 5 GHz mische ich von 5 GHz direkt runter. Das würde man vielleicht eher nicht tun. Es könnte durchaus sein, dass man das jetzt mit dem Superhead kombiniert, dass man sagt, okay, ich mische erstmal die 5 GHz runter auf 400 MHz oder irgendwas anderes, besser handelbares, und dann gehe ich in diese Struktur rein. Also eine Kombination von allem ist möglich. So, brauchen wir die Ja, die Mathematik erspare ich Ihnen, glaube ich, mir auch. Okay, die beiden habe ich jetzt auch noch erwähnt hier. Den homodynen Überlagerungsempfänger, Quadraturempfänger, Synchronempfänger. Die letzten beiden sind dann eigentlich nur für digitale Bedingungen. Nö, muss nicht. Muss nicht. Ja, Sie müssen dann irgendwas Digitales nachschalten, ne? Also irgendwelche Entscheidungsstrukturen oder so, dann geht das aber auch. Wenn Sie jetzt einfach nur so ein AM haben und da ist jetzt einfach nur eine On-Off-Keying drauf, also jetzt keine wirkliche Phasenmodulation, dann können Sie immer noch sagen, an, aus und so. Das Morsen geht eigentlich immer. Mit ein paar Tricks würde auch eine FSK gehen. Also Frequency Shift Keying, die wir aber ja nicht wirklich besprochen haben. Und hiermit könnten Sie natürlich auch, also da in Phi steckt ja die Frequenz drin, also es wäre ja auch ein analoger Frequenzdemodulator hier. Ja. Da. Oder hier unten haben Sie die Amplitude, da haben Sie einen Amplitudendemodulator. Ne? Ja. Also das geht schon. Und dasselbe können Sie hier auch machen, es muss nicht zwingend I und Q rauskommen, die können Sie auch anders irgendwie verrechnen, also zu Phase und Amplitude. Ne? Also geht auch, ich habe es jetzt hier auf das Digitale natürlich fokussiert. Gut, wie gesagt, die Mathematik erspare ich mir und Ihnen gucken wir uns noch ein bisschen optische Strukturen an. Und eine einfache optische Übertragungsstrecke, das ist die da. Ja, was ist da viel zu sagen? Eigentlich nichts. Hier käme das Basisbandsignal an, die ganze Modulation und die Umsetzung auf die Trägerfrequenz, die eine optische ist, funktioniert im Laser. Das macht der dann, der Laser. Und dann haben Sie hier ein bisschen Faser und bitte? Weil das lange Faser sein soll. So zeichnet man lange Faser. Finden Sie nicht schön? Oh, das wäre ja die professionelle Variante. Nö. Also das kommt ja wahrscheinlich aus dem Labor, nicht? Weil da hat man die Faser einfach aufgewickelt gehabt, die 50 Kilometer, und das ist in die Spule. So, und hier haben Sie dann die Umsetzung. Das ist eben echt brutalst, ja, oh genau. Das ist brutalst homodyn hier. Wie heißt der? Na, Geradeausempfänger, nicht? Also einfach mit der Trägerfrequenz hier auf die Diode drauf. Die Diode macht dann auch gleichzeitig schon die Tiefpassfilterung mit, ne? Weil die kann nur die Envelope, also die Hüllkurve da demodulieren. Ne? Also da steckt schon vieles in sich drin. Und von der Struktur ist das genau das Simpelste, was wir im Funk da eben kennengelernt haben. Ne? So, nur dass man jetzt hinterher hier natürlich im Tiefpass noch Verstärker packen würde. Also würde man nicht könnte man auch mal probieren, von der Diode gerade auf den Kopfhörer würde man nicht unbedingt gehen. Wer macht das? Ja. Ja, das ist genau das. Ja, genau. Ja, er hat natürlich auch noch einen Verstärker hier hinter, ne? Ja. Mhm. Ja, gut, so ist halt. So, das ist eine ganz einfache Variante. Es gibt natürlich hier schon die etwas
more sophisticated Variante hier, wo sie mit verschiedenen Farben hier angedeutet als tatsächliche Farben, aber die sind alles Infrarot, unterschiedliche Wellenlängen, also man sieht da keine Farben. Und wenn man mal richtig genau hingeguckt hat in das Infrarote, dann sieht man auch nirgendwo mehr Farben. Ne? Also, nie, was? Ja, so. Also das wird gemuxt und dann haben Sie hier ein buntes Signal, also auch das sollten Sie nicht angucken, das sieht nicht aus wie ein Regenbogen, auch wenn es hier so angedeutet ist. Oft gehen Sie hier auf einen Booster, also ein Netzelement, das tatsächlich hier so ein breitbandiges, farbiges Signal, also rein Infrarot, deutlich verstärken kann. Das hätte ich hier größer zeichnen sollen. Dann geht es hier auf die Spule wieder. Ne? Rein optische Verstärkung, ja, machen wir noch, wie das geht. Vielleicht wird es unterwegs normal verstärkt. Weil das ein Booster-Verstärker ist, der da rauskommt, das ist einfach nur ein Streckenverstärker, ein Amp. Das ist technisch das Gleiche. Okay. Es ist wahrscheinlich das genau der gleiche Bauteil, eventuell müssen Sie eine Lötbrücke setzen. Das haben wir schon, also ist es tatsächlich so. Also kriegen Sie so eine Steckkarte, ne? Die Steckkarte kann alles drei, nur mit unterschiedlichen entweder Jumper oder sogar Lötbrücken drauf. So ist halt gebaut. Oder die sind etwas anders ausgerichtet, weil der ist ja ausgerichtet auf hohe Ausgangsleistung. Der ist auf so mittlere Ausgangsleistung, vielleicht auch hohe Ausgangsleistung, aber etwas andere Eingangsleistung ausgerichtet. Und der ist auf geringe Eingangsleistung ausgerichtet und gar nicht so hohe Ausgangsleistung. Hm? Jetzt ist klar, dass der letzte. Naja, also die sind. Das ist bis auf kleine Unterschiede das gleiche, aber die sind eben anders getuned, die Dinger. Ne? So, und hier haben sie einen Demux, wo dann eben Rot, Grün und Lila wieder voneinander getrennt wird. Und hier auf die entsprechenden Fotodioden einzeln aufgeführt wird, um dann hier hinter optisch-elektrisch gewandelt zu werden. So, das ist das, was ich eben schon mal sagte. High-Speed TDM Passive Optical Networks, PONs, Strukturen from Fiber to the Home Council. Was man sich da so vorstellt, da hat man die Optical Network Terminators, das sind die Nutzer auf der rechten Seite. Und links hat man dann eben hier da den Access Multiplexer, also da, wo sie alle zusammenlaufen. Und die grundsätzliche Idee ist eigentlich, so billig wie möglich. Billig wie möglich heißt vor allen Dingen die Portkosten hier als auch da so gering wie möglich zu halten. Und deswegen und vor allen Dingen auch hier keine aktiven Elemente, die eventuell teuer sein könnten, in der Mitte oder sowas zu haben, sondern die Idee ist ganz einfach, alle Daten runter an den ganzen Straßenzug und dann einfach alle verteilen hier eins zu N. Also der hier ist hoffentlich ein guter Nachbar von Ihnen, weil der kriegt nämlich auch die Daten von Ihnen mit. Alle Daten, die von hier kommen, werden einfach gleichmäßig auf alle aufgeteilt. So, im Endeffekt ist es scheißegal, ob es ein guter oder schlechter Nachbar ist, weil die Daten sind natürlich chiffriert, der kommt nicht dran. Ja, er müsste die ganzen Codes und so weiter kennen. Ja, es ist schon so. So, andersrum senden die natürlich auch zurück. Das würde funktionieren natürlich nur in einem Zeitmultiplex-Verfahren, also die müssen irgendwie gesteuert werden, dass der nur zur geraden Sekunde senden darf und nur der nur zur ungeraden. Selbstverständlich würde man das nicht auf Sekundenebene machen, ne? Sondern kürzer. Und auch das läuft dann hier einfach wieder zusammen, passiv, und kommt dann alles hoffentlich synchron dann da oben an. So, bei dem. So, man hat hier nur einen Anschluss, deswegen nur eine Faser. Das reduziert den ganzen Aufwand und die ganzen Kosten um ein paar Cent. Und Cent sind da in dem Geschäft offensichtlich wichtig. Sehr wichtig. Also kann man ja sagen, hey, leg doch zwei Kabel, das ist doch auch egal, ne? Die 7 Cent pro Meter, da, wenn es das überhaupt ist. Ja gut, aber das ist ja genauso teuer, ob du jetzt ein oder zwei Kabel da reinlegst. Das ist richtig, Buddeln ist teuer, aber das macht keinen Unterschied. So, und also da ist nur noch dahinter her. Wenn Sie da Details drüber wissen wollen, kann ich Ihnen eine wunderbare Master-Vorlesung empfehlen, die gerade ein Bekannter von mir für den Master gehalten hat, also an der DRBW natürlich, der kennt sich mit solchen Sachen im Detail aus. Also im Detailiger, als ich mich da auskenne. Gibt es tatsächlich Leute? Das kam jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht witzig.
Oh, okay. So, also was sind hier Schlüsselelemente oder Schlüsselüberlegungen eigentlich hier in dem ganzen Spaß? Also erst einmal, das kommt in Ihrem Studium viel zu kurz, aber jedes Bit, mit ganz wenigen Ausnahmen, jedes Bit ist auf dem Weg vom Sender zum Empfänger zwischenzeitlich mal Lichtblitz gewesen. Lichtblitz. Hier ist jedes Wort wichtig. Also irgendwann ist jedes Bit mal optisch. Das wollte ich einfach nur sagen an der Stelle. So, wenn es bloß in einem Server ist, wo es von einem Serverblade auf den nächsten Serverblade oder sowas dann als optisches 850-Nanometer-Signal da irgendwie Gigabit Ethernet-mäßig da gepatcht wird. Aber wenn Sie hier jetzt telefonieren und einen Download machen von Google oder sowas, können Sie davon ausgehen, dass da zwischendurch ganz schön viel Licht war. So, die optische Nachricht, die kommt hier nur nicht so richtig zugange. So, was sind jetzt hier Schlüsselelemente dabei? Also ein Schlüsselelement ist überhaupt die Faser, überhaupt, dass man die hat mit ihrer irren Bandbreite. Und diese irre Bandbreite der Faser, wir hatten das ja mal ausgerechnet da, das waren ja irgendwie mehrere 10 Terahertz, ne? Um die wirklich nutzen zu können, das kann man nicht in einem Einträgerverfahren. Weil sie dann nämlich Elektronik bräuchten und Laser bräuchten, die da mit Terahertzen da was machen kann. Und das hat man halt nicht. Was man aber kann, ist eine Faser mehrfach ausnutzen. Nämlich mehrere schmalbandige, und mit schmalbandig meine ich jetzt hier so 10, 20 Gigabit pro Sekunde, zusammenführen auf eins, damit sie dann da mehrere Kanäle, also bis zu hunderte, 160 Kanäle auf einer Faser aufmachen können. Dann können sie nämlich jede Faser 160-fach ausnutzen. Das hilft schon mal eine ganze Menge. So, und das Ganze ist natürlich dann hinfällig und nicht mehr so attraktiv, wenn Sie auf langen Strecken, zum Beispiel so alle 10, 15, 50, 60 Kilometer, das ganze Signal wieder auseinandernehmen müssten, elektrisch wandeln müssten und dann wieder zusammenführen müssten, damit Sie es verstärkt kriegen. Oder wenn Sie gar nicht mit den entsprechenden Leistungen hier auf die Faser gehen können, dass Sie überhaupt lange Strecken überwinden können, sondern da irgendwie nur so ein paar Kilometer weit kommen. So, also sind hier solche Verstärker, die wirklich optische Signale optisch verstärken können, Schlüsselelemente dafür. So, Sie brauchen erstmal eine breitbandige Faser. Sie brauchen aber nicht nur eine breitbandige Faser, sondern auch eine ganze breitbandige Übertragungsstrecke, wozu breitbandige Verstärker gehören. Die, so sophisticated sie eben physikalisch auch sein mögen, vom Aufbau her möglichst einfach sein sollen, natürlich, ne? Weil einfach ist klasse. Was braucht man noch? Wenn man das hier machen will, brauchen Sie natürlich Laser, die einigermaßen schmalbandig sind, damit nicht hier der lila Laser auch noch Grünanteile drin hat. Wie gesagt, nicht reingucken, wir reden von Infrarot, aber trotzdem, ne? Also der soll halt möglichst schmalbandig sein, ansonsten geht auch das Bandbreite-Länge-Produkt in die Knie und Sie kommen nicht so richtig weit damit. Dispersion der Faser ist nicht so dramatisch, das können Sie zurückdrehen, das hatten wir schon vorher, als wir über die Glasfaser gesprochen haben. Dämpfung der Glasfaser ist natürlich ein Thema, aber man nimmt ja Glasfaser, weil die Dämpfung da wesentlich geringer ist als im Koaxkabel. Bandbreite sowieso. Also damit sind wir schon auf der sicheren Seite und haben schon die richtigen Elemente. Was man noch braucht, sind die Muxes, aber das sind rein passive Teile, das sind im Prinzip optische Filter, da machen Sie so aufgedampfte Schichten meinetwegen oder sowas und dann können Sie da auch klassisch empfangen. Da bin ich jetzt. Also ich bin jetzt in etwa bei dem Stand der Technik, der heute verbaut ist. Nicht der, wenn Sie heute eine neue Strecke bauen, verbaut wird. Was ich damit sagen will, ist, ich bin mit dem, was ich hier sage, nicht so ganz auf der Höhe der Zeit. Also ich beschreibe im Prinzip das, was heute in Betrieb ist, auch weit verbreitet in Betrieb ist, aber nicht das, was, wenn Sie morgen eine Strecke planen würden, Sie verbauen würden. Da würden Sie etwas andere Komponenten verwenden. Also das mit dem WDM, Wellenlängen-Duplex, also das stimmt alles immer noch so. Mit den Muxen, Demuxen und vor allen Dingen hier mit den Empfängern, aber dann entsprechend auch mit den Sendern, würden Sie heute mehr Aufwand treiben. Das, was ich hier beschreibe, ist eigentlich nur optisches Morsen, also an, aus, an, aus, an, aus. Dieses, was wir vorher schon gelernt haben mit QPSK, QRM und so weiter, taucht hier noch gar nicht auf bei mir.
auf der gleichen Faser dann mehr machen? Das Coole ist, da hat sich nicht nur nichts bei den Fasern getan, sondern auch mit den optischen Komponenten dazwischen, also sowohl mit den Muxes, Demuxes, als auch mit den Verstärkern hat sich nichts getan. Also Sie könnten jetzt, wenn Sie sagen wollen, Sie wollen, okay, Sie auf dieser Strecke, auf Lila, wollen Sie jetzt hier plötzlich eine QPSK mit Polarisationsmoden, mit zwei verschiedenen Polarisationen machen. Da wollen Sie eine andere Bandbreite fahren, auch eine etwas andere Modulation verwenden, dann könnten Sie das tun. Einfach den austauschen und den austauschen. Also nicht zu 100%, aber in gewissen Grenzen, wenn Sie hier die Bandbreiten der Muxes und Demuxes nicht überschreiten und so, funktioniert das. Einfach den alten rausschmeißen, den neuen anstöpseln, geht. An der Faser brauchen Sie nichts machen. Das heißt mal so, es stimmt zu 80-90%, was ich gesagt habe. Sie müssen natürlich vorher durchmessen, Sie müssen sicherlich sorgfältiger mit der Dispersionskompensation umgehen, die müssen Sie vielleicht nochmal nachmessen, wenn Sie vorher da so eine 155 Megabit Übertragung hatten und gesagt, Dispersion interessiert mich nicht, weil es nicht interessiert und jetzt gehen Sie plötzlich von 155 Megahertz auf 40 Gig, dann ist das eine andere Hausnummer. Dann müssen Sie die Strecke natürlich nochmal durchmessen und eventuell müssen Sie hier was hier nicht drinsteht, was mit der Dispersion machen. Aber grundsätzlich, so vom Prinzip her funktioniert das schon und es funktioniert, ist auch ausprobiert, es funktioniert auch mit bestehenden Komponenten. Also es gibt so Telekom-Betreiber, die tatsächlich jetzt einzelne Streckenabschnitte austauschen. So, wir haben die alte Strecke da, alte Muxer drin, komm, fertig, geht. Eigentlich ganz cool, ne? So, wenn wir vom WDM reden, von was reden wir da? Es gibt da zwei große Geschmacksrichtungen, einmal das Coarse Wavelength Division Multiplex. Da haben Sie hier im 20 Nanometer Raster von 1271 bis 1611 die Kanäle da drin. Sie können nicht alle nutzen, weil Sie zwischendurch hier in der Gegend den Waterpeak haben. Also es war ja da, wo die UH-Ionen drin sind und wo dann da die Dämpfung von dem Ding nochmal hochgeht, von der Faser hochgeht. Die können Sie nicht nutzen, die Kanäle, aber die anderen dann schon. Das heißt, da könnte man jetzt, können Sie ausrechnen, 3 mal 6. Können Sie 80 Kanäle drauf fahren. Also minus ein oder zwei. Ist auch von der Technik her relativ einfach. 20 Nanometer Wellenlänge kann man ganz gut von einer... Stimmt gar nicht. Doch, 20 Nanometer, so rum zählt es. 20 Nanometer Wellenlänge kann man ganz gut voneinander trennen. Aufwendiger ist es, wenn Sie im Dense Wavelength Division Multiplexing, arbeiten, also im DWDM. Das ist so das Gängige, mindestens für Breitübertragung. CWDM taucht noch auf, aber ist eher wirklich Historie. Da gibt es im Prinzip vier verschiedene Raster und die könnten Sie natürlich nochmal halbieren. Der Übergang hier so ein bisschen, der mentale, ist, dass Sie in einem Frequenzraster denken. Also während oben noch die Rede war von 20 Nanometer Abstand, ist hier die Rede von 12,5, 25, 50 ist gängig und 100 ist gängig, also 50 und 100 Gigahertz Abstand der Kanäle zueinander. So, und jetzt betreiben wir mal richtige Terahertz-Technik. Dann haben wir nämlich hier ein Signal bei, greifen wir mal das raus, 195,9 Terahertz. Steht das hier eigentlich irgendwo, dass das ein Terahertz ist? Warum steht das da nicht? Müsste unten drunter stehen. Sollte ich das nicht gemacht haben? Nee. Ja, dann nehmen wir das da unten dazu. Da taucht dann das Terahertz auf. Nicht? Also gemeint sind hier, dass das hier Terahertzen sind. Und Sie haben halt einen Laser, der bei der Mittenfrequenz 195,9 Terahertz hat. Und dann können Sie einen daneben legen, im nächsten Kanal mit 195,85 und 195,8 Terahertz, bla 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 und so weiter. Und das rechnet sich jetzt ja um in Wellenlängen 1530,3341 Nanometer und so weiter. Und da sehen Sie, dass das natürlich nicht mehr äquidistant ist, weil das ist ja äquidistant hier. Und wenn die Frequenz äquidistant ist, dann ist das andere ja 1 durch, also kann nicht äquidistant sein. Ist nur so mental so eine andere Denkweise. Sie würden jetzt also bei den Karten nicht nach einer Karte suchen, die jetzt 1530 Nanometer oder einen Laser suchen, der 1530 Nanometer Wellenlänge hat, sondern nach einem suchen, der eben 195,9 Terahertz sendet.
Das ist das Kanalraster hier. Unterschied zwischen dem Kanal und dem Kanal und dem Kanal. So, davon kann man ein paar nebeneinander machen. Kanalnummerierung und so habe ich hier unten nochmal angegeben. Genau. So, und dann haben wir es eigentlich und dann machen wir für heute auch Schluss, bevor wir uns das nächste Mal noch um Sender und Empfänger für die Optik kümmern.